Ja, hallo, willkommen zur Messervorstellung des Manly Patriot. Das ist jetzt die zweite Generation des Manly Patriot von Dirk Wanger. Zwar hat es jetzt hier diese, ja, wie soll ich sagen, Kydex-Halterung für den Gürtel. Vorher war da so eine, ich sag mal, Nylon-Halterung für den Gürtel drüber gestülpt. Also, und war am Wackeln. Und hier wackelt also wirklich nichts mehr. Das ist wirklich klasse gegenüber den alten. Ich habe ja schon das Manly Comrade und das hat schon einiges mitgemacht, das hat schon einige Macken und wenn ihr so sieht oder auch nicht sieht, aber das hat schon einiges mitgemacht. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsgebrauchsmesser. Das habe ich schon, manchmal sogar habe ich das in der Tasche und noch ein anderes. Ist auch noch super scharf, weil nach dem Gebrauch kurz mal über den Wetzstein gezogen bzw. über den Wetzstab oder übers Leder und ich muss sagen, dieser D2-Stahl hier, auch die Verarbeitung von dem Manly Comrade, bombig. Daraufhin habe ich mir halt auch das Patriot geholt. Hier einmal die Daten. Brauche ich das gleich nicht. Nochmal nachzumessen. Also, hier wackelt nichts. Wirklich schönes Messer. Also ich denke mal, das wird jetzt auf Wanderungen mein ständiger Begleiter werden. Ich hatte vorher das Muela Rhino immer dabei. Auch ein schönes Messer. Aber ist etwas handlicher hier. Alles wirklich fein gearbeitet. Keine Überstände. Schlimping, nicht so aggressiv. Wie gesagt, scharf. Natürlich jetzt kein Blatt Papier da zur Hand. Moment mal. Also out of the boxen, wie man sieht. Klasse. Stonewashed Finish. Ja, wirklich ein schönes Messer. Mal kurz gucken. Ein Stück. Oh, das ist schon sehr trocken. Das Holz. Ich weiß jetzt gar nicht, was da war. Ich glaube, da war so Haselnuss. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Also top. Wirklich ein klasse Messer. Wie gesagt, war ich schon lange scharf drauf. Nur dieses, ja, weiß ich nicht, diese Nylon-Aufhängung oder was auch immer war, die hat mich gestört. Und halt das
das ziemlich locker war. Daraufhin habe ich mir das eigentlich erstmal nicht geholt. Ich wollte mir das irgendwann mal holen, habe mir gedacht, dann machst du ja vielleicht mal eine kalte Scheiße selber oder so. Aber wie gesagt, nachdem das hier so rausgebracht worden ist, also wirklich klasse. Verschiedene Anbringungsmöglichkeiten. Mal gucken, so. 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 Haben wir hier die Möglichkeit, ja. Können wir natürlich auch noch so anbringen dann. Oder? Na, könnte passen. Ja. Mal gucken. Also, genau weiß ich nicht, ob ich jetzt das hier dran mache. Oder ich habe hier nur diese Decklock, ob ich das dran mache. Und das so als... Ich weiß es noch nicht. Das ist noch ein Schluck Kaffee. So. Tja, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, das war es eigentlich. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.